Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Revolution Online. Wieder mit den Mutze-LP. Hi. Und dem Blub. Abend. Oh. wir sind jetzt hier im Team Rocket. Letzte Folge sind wir rausgeschmissen worden. Jetzt muss ich alle Gegner hier oben nochmal bekämpfen. Jetzt stehen wir wieder vor dem hier. Den werden wir jetzt mitnehmen und in der letzten Folge haben wir jetzt ein paar Orden noch geholt. Kann ich das noch schnell zeigen hier? Oh, nein, das war falsch. Hier haben wir jetzt noch ein paar Orden geholt. Das finden uns die letzten zwei Orden in Johto und dann sind wir soweit auch durch, dass wir denn theoretisch, die Top 4 machen könnten oder versuchen zumindest. Also Betonung liegt auf versuchen. Armaldo, dann hat man glaube ich in der letzten Folge auch kurz gesehen, dann sind wir rausgeflogen. Aber erstmal, bevor wir die achten Orden holen, also den 7. und den 8. Orden, müssen wir erstmal hier uns durchschlawenzeln und Team Rocket mal wieder zeigen, wo der Hammer ist. Wie so oft. Ja. Besonders der 8. Orden wird nochmal schön schwer. Wie bitte? Der 8. Orden, der wird nochmal schön schwer. Achso, oh. Reward wollen wir nicht lernen. Reward ist kacke. Double Edge ist nicht so gut. Weil wenn wir angreifen, macht er zwar gut Schaden, 120, aber wir kriegen Schaden zurückgeworfen. So, wir sollten mal kurz... warte mal, wie viel? Okay, über 100. Braucht er wieder Leben? Haben wir denn noch was Schönes? Super Päuschen macht 50. Dann hauen wir den 2 rein und sollte der wieder voll sein. Zum größten Teil Mumumilk. Achso. So, weiter geht's. Da ist Lance. Was macht der denn hier? Hey, is it Lance? I should talk to him. Ja, ich will aber runter zu der Frau. Oh. Well, if it's what to talk to you, but we don't have time for shit chat. Okay, Schnickschnack oder was auch immer. You see after what happened in Kanto, I see that we got a Team Rocket, but it's a new version. Böser, we would go in this room myself, but there are bombs on the floor. And some investigation. And all I say just once and listen. The computer that controls the bombs is guarded. By there later in the main room downstairs, but is heavily guarded. In order to get rid of the guards, you need to send a message to the radios. For that, you need to access two computers. One of them is somewhere on this floor. The other one is in the room with a desk on the need to paste it. I've been cursed. I want to go and help and someone needs to stay. Rabbel krabbel. Schnick, schnack, schnuck. We don't have time. Er quatscht mich eine Stunde voll und sagt, ja, wir haben keine Zeit. Ja, so ist er halt. So, quatschen wir mal die Frau hier an. I can sense a bad spirit coming from the trash can. I should stop you right now. Ah, du wirst mich aufhalten. Deinem Naktara. Ein Nachthara. Naktara. Ja, kriegst einen Flammenwurf reingewirkt, ne? Ja, also Rance. Ja, juckt uns nicht. Und nochmal ein Flammenwurf. Flammenwerfer. Flammensturm. Und fertig. Du kannst es nicht stoppen, Lady. Wo immer du bist. Du NPC ohne Namen. Don't say I didn't warn you. Ja, du hast uns gewarnt. Aber ich denke... Oh, you find a note that says evil spirit. You can hear someone giggling. Giggling. Also schön in dem Gebiet ist ja hier, dass man hier nicht random Pokémon trifft. Das ist wunderbar. Also es gefällt mir auf jeden Fall. Okay, die das findest du gut, ne? Das finde ich sehr gut. So, die Notiz auf dem Tisch kann ich nicht lesen. Dann gehen wir mal weiter. Warte mal, auf dem Floor, also in diesem Gebiet gibt es einen Computer, aber wo? Wir kommen nicht weit. Ah, da ist Jesse. Na, ich quatsch mal kurz noch die Bäume hier an.
Ich glaube, es ist ja ein verstecktes Item. Ah gut, wir kommen aber nicht hoch, ne? Da war ja da Lance, der sagt uns ja, dass wir nicht weitergehen sollen, weil wir uns erstmal alles suchen sollen, aber... Gehen wir erstmal downstairs, also runter. Unserem feurigen Level 64. Eagle Lava, pardon. Oh, da ist ein Biker. Das ist ein Typ. Das ist ein Biker in einem Raum mit einem Motorrad. Aha. Also, wir gehen mal hier rein. Die gucken alle nach links. Und hier ist ein Baum. Da bist du goldrichtig. Kia! Was? Was ist das denn? Greninja. Okay. Flammenwurf. Mal gucken, ob es wehtut. Ja, ist nicht sehr effektiv. Oh, ist ein Wasser-Pokémon. Das ist gut zu wissen, wusste ich gar nicht. Erkennt man noch gar nicht. Okay, zwar ein bisschen blau, aber das hat das nichts auszusagen. Wohin genau ist auch blau und das ist jetzt kein Wasser-Pokémon. Oder? Richtig? Richtig? Bevor ich das sage? Ja. Gut. Oh. Kann ich nochmal anquatschen? The tree is empty. Aha. Haben wir hier noch irgendwas außer Superpäuschen? Weil es langsam ein bisschen... Max-Päuschen macht Full Harp. Ja, dann machen wir noch zwei Super-Päuschen wieder bei Eagle Lava rein. Und dann geht's weiter. So, was willst du hier? Oh, Team Rock ist so cool. Sehen wir Bike Inside. Oh, die wollen jetzt alle kämpfen. Okay, es erklärt auch, warum er mit seinem Motorrad hier im Gebäude drin ist. Team Rocket ist ja so cool, weil sie ihm erlauben, hier in dem Gebäude da rumzufahren und... Ja. Wenn das schon reicht, um einer bösen Organisation beizutreten, na, dann, gute Nacht. So, unseren Dama machen wir auch noch schnell fertig. Level 5. Wir machen die jetzt alle noch schnell hier kaputt. Und dann... geht's auch weiter. Ich glaube, da wo du gerade bist, müsste auch der erste richtige Computer stehen irgendwo. Hier sind jetzt 8 Computer. Einer von denen muss der richtige sein, so wie weit ich jetzt mitbekommen habe. Aber erstmal noch schnell mit Lepperbeeren wieder ein paar Attacken auffüllen, weil uns gehen die langsam aus. For this lie you will pay. Für diese Lüge werde ich bezahlen. Ja, wie man schon sieht, Team Rocket, die hat dann, ist wirklich eine sehr, sehr böse Organisation, die. Die versuchen jetzt jeden hier ins Boot zu holen, nur um größer und stärker zu werden. Ja. Finde ich jetzt nicht so gut. Dann muss unser Team Z natürlich auch stärker werden. Hä? Magneton hat Sturdy? Oh, die sind paralysiert. Also Leute, wenn ihr... unsere Organisation beitreten wollt, wir kämpfen für das Gute, dann schreibt mir einfach unter die schreibt mir einfach unter die Kommentare. Wir werden ein sehr, sehr großes Team werden. Wir werden mit Blub kümmert sich dann um ja, Gildenhaus. Kann man das so sagen? Das wird super toll mit Whirlpool und sowas. Alles gar kein Problem. Alles schon bestellt. Ah, nice. Auf Amazon.de. Oh. Der sieht aus wie Giovanni. Wahrscheinlich ein Double. Ist ein großer Fan von Giovanni. Oh, ich bin Full Para. Oh. Power Jam. Ja, Snoopy League Cat Level 4. Aber da sehen wir das Level. Level 34. Ich glaube, die anderen machen alle Fragezeichen. Was hat das auf sich? Nidoking? Der wäre jetzt schön, wenn jetzt hier ein Mewtwo kommen würde, ne? Also das wäre ja schon wieder heftig. Nidoking was burned. Nidoking has faint. Oh. Riperio, der Weiterentwickler von Rizunotzen, wie auch immer. Oh, der macht Rock Blast und wir sind besiegt. Oh. Ja. Giradax macht Surfer.
So, besiegt. So, und ein Level-Up kriegt er dazu. Das ist sehr schön. Aber wir holen erstmal Igelava wieder zurück. Oh Gott, ey. Was geht denn hier ab, ey? You beat Giovanni too? Du bist ja gar nicht Giovanni, Junge. Katzkindel sind sie hier. Das ist ja unglaublich. Ach, komm her. Wie viel brauchst du? Ja. Hier kriegst du die Mumu-Milk. Hier. Trink mal. Jetzt geht's an den nächsten ran. Boah, wie viele Leute es einfach mal sind, ne? Ein Smetbill. Was hat der achte Trainer für Pokémon? Der achte Trainer, meinst du es irgendeinen von denen, die da bei dir stehen, oder welchen meinst du? Die Arena-Leiterin. Ach, ist eine Arena-Leiterin, ja, die achte. Ja. Was hat die Großartiges? Die hat Drachen. Oh, okay. Die haben ja auch Leute. Oh, ein. Die Weiterentwicklung von Kanimani. Oh, das könnte jetzt wehtun. Ship away? Das war ja wohl ein Witz. Jetzt eine Wasserattacke gemacht, hätte mehr wehgetan. Feraligatr. Feraligatr. Ah, wir kriegen auf jeden Fall gut Geld dazu. Hundemon. Grr. Hundemon Level 20 will gegen mich kämpfen. Oh, was ist das denn hier? Aber auf jeden Fall ist es ein schönes Pokémon, was sie sich da ins Team holen wollen. Aber Level 20 gegen seine Level 66, das ist nicht so effektiv. Do you have any idea what's going on? Nö. Ein Raichu? Achso, ja. Seid ihr eigentlich beide gerade da unten, oder? Nein. Musst du noch den Arena-Leiter besiegen? Ja. Boah, wer war denn das nochmal? Was hat der denn gehabt? Ach, der Stahl-Dings, ne? Elektro. Ach, Elektro. Ach, hast du den Stahltyp besiegt gehabt, ja? Was? Ach, ja, okay. Den Kampftypen habe ich besiegt. Oh. Extreme Speed ist so. Extreme Speed ist schneller als Quick Attack. Das könnte ja ein Spaß werden. Ah, ist immer, bei Flammen-Pokémon ist das immer so problematisch, wenn man Flammattacken machen möchte und die annullieren das immer. Ja, wir haben gewonnen. Level 67, unglaublich. So, wieder hochheilen, mal wieder. Gönnen wir uns mal drei. Wir gönnen uns mal drei. Dann haben wir noch zwei Super Potions und ich denke mal, das war's dann. No, let's see. Yes, this was the computer. No, if we change this to this, all right, down. Better go to the other floor. Was, das war der richtige? Wir haben gleich beim ersten Versuch den... Nice. So, ich klappe mal noch schnell die Mülleimer ab. Vielleicht ist da ein bisschen Pfand drin. Ah, dann gehen wir mal hier links lang. Müssen wir hier links? Stop there. Only the admin can see the hostage. Ach, da ist Mauzi drin, ne? Von Team Rocket. Admin Christina. Oh, gegen die müssen wir wahrscheinlich auch noch kämpfen.
Mit dem Lapras. Aber Amphora sollte eigentlich keine Probleme haben. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen durch. Oh, hier ist Jesse. Jesse, komm mal her. No, Dara, they put me in here. Oh, wir kämpfen gegen Jesse. Sie hat einen Schlurp. Ach. Tja, Schlurp wurde besiegt mit einem Schlag. Und ein Arbok. Wie soll es auch anders sein? Bin noch wohin genau. Und Arbok ist auch besiegt. Man darf aber auch so einen gelben Namen mit den roten Namen nicht vergleichen. Weil die roten Namen sind richtige Bosse und die haben halt viel, viel, viel stärkere Pokémon. Und da ist das hier gerade eben ein Witz gewesen. Oh Gott. Dafür haben sie aber auch richtig geile Preise. Wenn man sie besiegt. Nein, ich bin rausgeflogen, weil sie mich gesehen haben. Ich fressen Bresen. Oh Gott, wo muss ich jetzt wieder hin? Ach, hier muss ich nach oben. Und ich muss nicht nach oben. Nee. Boah, war der Eingang jetzt nochmal. Ach, in dem Haus hier. Er hat mich gesehen und bin wieder rausgeflogen, ey. Das kommt auch noch dazu. Na, schönen Dank. Ach, und die habe ich nicht bekämpft hier. Ach, Leute. Ach, Mensch. Wir machen eine Hypno noch mal schnell fertig. Dann müssen wir den auch noch mal besiegen. Oh. So, der kommt auch jetzt dazu. Du kannst ja derzeit nicht runterkommen, ne, Blub? Oder kannst du nicht mehr runterkommen? Nee, bei mir steht ja wieder so ein Typ vor, der lässt mich nicht mehr runter. Ist ja fast dasselbe Spielchen wie mit dem Casino. Damals in Kanto noch. Soll ich schnell weiter? Kann man hier Fahrrad nehmen? Ne, schade. Wir gehen einfach den außenrum jetzt hier ganz gegen die zu kämpfen. Boah, den ganzen Weg denn wieder laufen. Was ist das hier? Nein! Oh, ich Idiot! Das ist eine braune Plattform gewesen, die hat so schön aufgeleuchtet. Bin raufgegangen und bin wieder zum Anfang gespawnt worden. Das ist mir auch mal passiert. Mensch, ey, kann man einer sagen hier? So wenigstens Shit aufstellen, so spawnen zum Eingang oder sowas. Mahogany Town Rocket Hideout B1F. So, Lance steht wahrscheinlich wieder da. Ja, da ist James. Ein Computer haben wir auf jeden Fall schon mal gehackt, wie auch immer. Ausgeschaltet.